Finde in diesem Video heraus, welcher Gasmelder der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Wir starten mit dem OurJob YK818-1. Das Gerät von OurJob misst die Konzentration von Methan, Butan, Propan, Alkane, Olefine und Arene in der Luft. Sobald der Gehalt über die untere Explosionsgrenze von 5% hinausgeht, beginnt ein rotes Licht zu blinken und der 80 bis 100 Dezibel laute Alarm ertönt. Der verbaute katalytische Sensortyp verspricht exakte Ergebnisse und ein zuverlässiges Aufspüren von zu hohen sowie explosiven Konzentrationen. Der Gasmelder bezieht den Strom von der gewöhnlichen 220 Volt Steckdose. Falls es jedoch zu einem Stromausfall kommt, verfügt das Gerät über eine 9 Volt Backup Batterie. Mit dem Energieverbrauch von 3 Watt pro Stunde gilt der Gasmelder als besonders stromsparend. Achte bei der Verwendung darauf, dass du die Betriebstemperatur von 0 bis 55 Grad Celsius nicht unter- oder überschreitest. OurJob sind eine hohe Kundenzufriedenheit und qualitativ hochwertige Produkte wichtig. Aus diesem Grund besteht der Gasmelder aus leicht zu reinigendem und stabilem ABS-Kunststoff. Eine Prüftaste ermöglicht dir eine regelmäßige Kontrolle der Funktionalität. Weiter geht es mit dem Smartwares RM386. Dieser Gasmelder warnt frühzeitig vor einer Kohlenmonoxidvergiftung, die beispielsweise durch eine unvollständige Verbrennung im Kamin oder einer Gastherme entstehen kann. Kohlenmonoxid kann sehr gefährlich werden, denn es ist nicht sichtbar und geruchslos. Ist die Konzentration des Gases in der Raumluft zu hoch, gibt der CO-Melder einen 85 Dezibel lauten Alarmton aus und warnt zusätzlich mit einer LED-Leuchte. Der Hersteller empfiehlt die Verwendung des Gasmelders in der Nähe von Zentralheizungen, Feuerstätten oder Heizkesseln und in der Küche. Es ist sehr wichtig, den Melder monatlich zu überprüfen. Er wird mit Batterien geliefert, die mindestens ein Jahr lang halten. Der Melder selbst muss nach 10 Jahren ersetzt werden. Zum Testen der einwandfreien Funktion hat der Melder eine Prüftaste. Um die störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist es außerdem wichtig, den Gasmelder regelmäßig zu reinigen. Es empfiehlt sich, das Gerät mit einem feuchten Tuch von Staub und Schmutz zu befreien. Und weiter machen wir mit dem Modun BRJ502. Es handelt sich um einen Gasmelder, den du im Haushalt wie in der Küche verwenden kannst. Alternativ gewährleistet er auch eine erhöhte Sicherheit im Restaurant, Krankenhaus und Hotel. Selbst in einer Ölfabrik, Garage oder Tankstelle bemerkt der Detektor eine gefährliche Konzentration von Methan, Propan und Butan. Der Sensor erkennt auch weitere Alkane, Olefine sowie Arene und gibt bei einem Wert von 3% über dem UIG einen Alarm ab. Sobald ein explosives Gemisch vorhanden ist, macht sie einerseits einen Alarm mit einer Lautstärke von 84 Dezibel darauf aufmerksam und andererseits beginnt ein rotes Licht zu blinken. Für eine ständige Alarmbereitschaft musst du den Gasmelder mit dem Netzteil an eine 220 Volt Steckdose anschließen. Damit du bezüglich der Funktionalität sicher sein kannst, verfügt das Gerät auch über eine Testtaste. Für eine erhöhte Qualität stehen unter anderem die CE- und RUHS-Zertifikate, wobei jeder Gasmelder ebenfalls eine interne Sicherheitsprüfung überstehen muss. Weitere Informationen dazu und über die richtige Anwendung erhältst du im mitgelieferten Benutzerhandbuch. Im Paket sind außerdem der Gasmelder selbst und ein Montageset enthalten.